So, hier sind wir wieder. Gegen Cepheso 19 Teil 2 der Kleiner gleich 1700 Schnellschacharena. Ihr erinnert euch, ich habe letztes Mal beide Partien gewonnen. Ich müsste sogar on fire sein. Wahnsinn! The Return of the Master! In the Red Corner! Ich hoffe, ich habe gerade euer Trommelfell nicht zu so sehr belastet, aber. Es ist aus mir rausgebrochen. I'm sorry. Ach, ja. Nach so langer Zeit habe ich tatsächlich Spaß, wieder Videos aufzunehmen. Das ist nicht immer so, dass man da gleich viel Lust hat. Heute habe ich immer richtig Bock, wieder coole Dinge hier am Brett zu machen. Ich bin heiß! So. Cepheso. Wir fragen 17 hier. Ja, Current Tournament Rank 17. Wuhuhuhu. Das ist cool. Das ist richtig cool. Möchte mir mal B4 kurz sichern. Oder dem Gegner wegnehmen. Vielleicht viel eher. Gucken wir uns die Tabelle an. Da steht er, der meine Weiß. Platz 18 im Moment und on fire. Oh Gott. So sorry. Ich bin heute wahrscheinlich ein bisschen anstrengend anzuhören, aber vielleicht freut es den einen oder anderen ja auch, dass ich mit Spaß zurück bin. Ich würde gerne hier einen Springer reinsetzen, das geht aber erst, wenn ich die Dame wegschiebe. Denn sonst wird sie durch diesen Spieß sozusagen am Ende des Tages mitgenommen. Ja, so ein halber Spieß, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe es ja mit einem Pfeil angezeichnet, ihr werdet das wohl begreifen. Wir könnten in den Zen-Modus wechseln. Und uns nicht ablenken lassen vom Turnierstand. Z wie Zen, Tastatursteuerung. Und ich glaube, es gibt bei Lead Chess sogar inzwischen die Zugeingabe per Sprache im Standardprogramm, dachte ich zumindest. Finde ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber ich habe, glaube ich, ein Video dazu gemacht. Wie cool das funktioniert, da halt auch irgendwie nicht so cool. Tue ich euch aber heute nicht wieder an. So, was macht der Springer? Er zieht sich zurück. Jetzt ist der Bauer hier im Moment sehr, sehr weich. Wollen wir ihn mal antesten? Damit er rochieren. Wollen wir gleich hierher gehen? Das ist vielleicht noch ein bisschen sexy, oder? G7, G4. Beides gleichzeitig unter Druck. Und der weißfältige Läufer wird den schwarzfältigen Bauer nicht decken können. Das ist immer das Schöne, wenn man sich gar nicht viele Gedanken machen muss, sondern man direkt weiß, aufgrund der Farbe der Felder oder des Abstands eines Springers, in einem Zug ist das nicht zu decken. Wenn jetzt hier ein Springer stünde, könnte der den Bauern eben auch nicht decken. Zumindest nicht in einem Zug. Und deswegen wird er sich jetzt überlegen müssen. Wahrscheinlich spielt er H5. Dann ziehe ich aber H3 hinterher, muss ihm den Läufer immer noch weg und der Bauer auf G7 ist immer noch nicht gedeckt. Könnte also interessant werden. Ich spiele viel zu schnell für die 10 Minuten Bedenkzeit, die wir hier haben, aber naja. Wohin bin ich abgerutscht? Schach Stuttgart ist vor mir. Kevin Slaughter ist vor mir. Wo bin ich? Seite 2? Hier bin ich jetzt nicht mehr dabei. Wir machen ja alle Punkte wie blöd und ich. Arshad Ali Dari ist Erster. 10 Punkte schon, also 5 Spiele, 4 Spiele gemacht. On Fire haben es gewonnen. Muss ich gar nicht wieder. Ja, 2 on Fire gewonnen, gibt dann 4 Punkte, ne? Also 3 Punkte und dann. Gut, was ist mit zwei Möglichkeiten, H3 und E4. E4 klingt halt besonders gut, weil es so still ist. Überlegen E4, Dame H5. Dann habe ich den Läufer auch getrappt, oder? Ja, das klingt gut. Und der muss aufpassen. Also auch sowas wie. Ja, genau. Sowas wie G6 ging nicht wegen. Bauer schlägt hier. So, tak, 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 oder? Schlagen. Ups, für euch einfacher zu sehen. Schlagen, schlagen. Rausnehmen hinten. Alles Mögliche drin. Deswegen
Dame schlägt H8, Dame schlägt F7 mit Schach. Läufer schlägt A6, Springer C3, Bauer schlägt hier. Wo fangen wir denn an? Turm hinten, das ist ein bisschen riskant vielleicht. Ich schlage es mal hin. Nein! 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 Ich bin doch selber in Gefahr. Oh Mann, ey. Was bin ich für ein. Was bin ich für eine Flachpfeife, ey. Meine Herren. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, ihn erstmal auch anzugreifen. Auge um Auge, Dame um Dame, Zahn um Zahn. Ja, wir können einschieben. Dann kann ich den hier nach gleicher Art versuchen. Nein! Nein, kann ich nicht! Oh Mann! Ah! Und ich hätte auch oben schlagen müssen zuerst, ne? Ah, nee, es war Schach. Es war Schach. Okay. Na gut, also weiterkämpfen. Hilft nix. Ah! Doch, ich komm raus, ich komm raus! Ich drohe hier den nächsten Springer mitzunehmen, sogar mit Schach. Er kann den Läufer zwar schlagen, aber dann ist nur noch ein Tausch. Ich könnte wieder auf dem Damm sein. Einigermaßen ausgeglichen. Hier hängt ein Bauer. Gefahr abwenden mit. Tun wir ernst. Oh, puh. Da waren einige Fehler dabei. Von ihm auch, sodass ich jetzt wieder mitspielen kann. Es war nicht sauber zurückgekämpft von mir. Sowas vielleicht. Achtung, ich kann hier blockieren. Der übliche Trick wird hier A6 sein und dann. Ja, gut, oder halt so geht auch. Oder? Kein Material verloren. Ne? Doch, Material verloren. Chaotisches Spiel. Schach. Jetzt hierher den Bauern decken, den Turm angreifen. Schauen, wo er gut unterkommen kann. So viele Felder hat er nicht auf der vierten Reihe, wenn er da bleiben will. Wenn nicht, gehe ich halt wieder ran. Um den Bauern zu schützen und damit den Springer zu entlasten. Jetzt greift er meinen Bauern hier hinten an, den kann ich ihm nicht schenken, logischerweise. Chippy, so 19. Kommt er her, Italiener? Oh, wer weiß. So, hier wäre der Springer natürlich echt schön aufgehoben. Kommt aber nicht so leicht hin. Ich habe darüber gesprochen. Zwei Felder, drei Felder gerade nach vorne ist nur in drei Zügen erreichbar. Und auch das immer mit so einem komischen Rückschritt dabei. 6 Minuten 20 Zeit. Grundsätzlich will ich aber schon irgendwie näher ran ans Geschehen. Hierher mit dem Springer. Das bringt halt auch wenig, ne? Ehrlich gesagt. Was ist denn, wenn wir hier mal noch einen Schritt vorgehen und versuchen dann damit die Bauern in Bewegung zu bringen, vor allem meinen Freibauern hier am Rand. Der zwar am Rand ist, was ihn sicher Wert mindert, aber das muss ja nichts heißen. So, ja, halt ihn erstmal auf. Jetzt muss er mit dem Turm schon eine ganz schöne Runde drehen, um da anzukommen. Ich sehe es. Ist noch nicht, wie ich durchkomme, aber ich sehe auch noch nicht, wie er das problemlos hält. Wo muss ich denn hin? Hier müsste ich hin, ne?
Hierher, dann irgendwie so. Der König kann den hinteren Bauern decken und behält gleichzeitig Blick auf diesen Bauern. Er sollte jetzt eigentlich nicht in der Lage sein, mich allzu sehr zu stressen mit dem König allein, solange sein Turm hier hinten gebunden ist. Im Moment ein gutes Gefühl. Kitzeln wir mal den Turm. Und dann könnte ich schon gedeckt auf die siebte Reihe kommen. Ob ich das will, gerade wenn er nach H8 geht, ist natürlich relativ safe, ne? Muss ich dem König nachrücken. Das reicht. Ich meine, ich habe den Gibbon, also vielleicht kann ich, wenn ich schnell genug bin, er braucht einen Moment, um das hier abzuräumen. Ich zwinge ihn bis auf die zweite Reihe runter. Er muss dann noch zur Seite steppen. Aber wir sollten es, glaube ich, mal drohen, ihn zwingen, einfach mal in die Ecke zu gehen. So, jetzt komme ich. Nur was ist mein Druckmittel? Ich kann ja, doch wenn ich gedeckt bin, kann ich anfangen, den Bauern unter Beschlag zu nehmen, unter Beschuss zu nehmen und dann durchzugehen. Sorry für die Pfeilfarbe, ist heute nicht gut, aber wir arbeiten dran. Hilft es was, hier nochmal einen Schritt zurückzugehen? Aber ich müsste ja direkt wieder zurückkehren, das bringt nichts. Der Bauer. Ist der wichtig? Nein, ist er nicht. Wenn er schlägt, gehe ich auf G7. Und dann reicht das schon. Der Springer ist sogar noch gedeckt. Also das heißt, ich kann jetzt, ich drohe jetzt wirklich zu schlagen, zur Seite zu gehen und durchzulaufen. So, dann nach H6. Und jetzt ist der Springer frei, um entweder hier aufzuräumen oder die Bauern aufzuhalten. Was möchte ich machen? So, um dann mit Schacht aufzuräumen. Und ich kann sogar dann noch umschwenken, ne, wenn er jetzt nach oben, also wenn er nach dem Schach versucht, den Bauern auf F7 zu decken, dann wird damit der Bauer auf E4 schwach, falls er den versucht vorzuziehen. Das hat er nicht gemacht. Und jetzt kann er aber hier auch aus meiner Sicht nicht laufen, weil ich dann mit dem G-Bauern frei werde. Dann wird er zum Freibauern. Oh, warte, kurz rechnen. Wenn ich schlage. Schlägt er. Komme ich ran? Kommt er auch ran? Wenn ich jeden schlage, zack, 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 zack. Sind auch beide durch. Ja, ich glaube, das ist besser. Halt kein Zwischenschach mehr. Ich kann ihn auch nicht mehr einholen. Ja, ich muss jetzt. Es bleibt ja ein Springer übrig. Der kann jetzt den Tausch erzwingen, den man hier auf der G-Linie Schach gibt. Ups, geht's weiter G1. Aber dann bleibt ein Springer übrig, mit dem ich hoffentlich hier genug Unruhe stiften könnte, obwohl sein König näher meiner vorne, nach vorne, nee, nach, ach Quatsch, nie nach vorne, vielleicht die Dame, um Gottes Willen. Okay, er möchte, kriegt den Dauerschach. Ja, ich muss an der Dame dranbleiben, ne? Aber ich kann mich hier verstecken, die Dame vorziehen. Spannend. Schöne Partie.
Das sind natürlich die anderen längst an uns vorbeigezogen. Hier punktemäßig 14, 12, 12, 8 und so weiter. Wir stehen beide bei 4. Oh, Magnus Carlsen ist dabei. Nee, sag bloß. So, was ist? Cepisto. Gut, dass wir beide 10 Minuten Bedenkzeit hatten, immer ganz gut genutzt tatsächlich. Tja. Ein bisschen Angst, dass ich mich hier verzettel und doch noch in Probleme komme, aber jetzt habe ich ihn, oder? Jetzt kann er nicht weiter Schach geben. Sein eigener König behindert ihn so ein bisschen hier auf F4, weil er könnte sonst nach D4. Jetzt muss er abtauschen. Oh, Gabel und alle Bauern fallen an mich. Das ist der Sieg. Woo! Das kann nicht mal mehr ich verdummen. Kann ich! Oh nein, Schatz, den Mann! Ich hasse mich. Es ist so unfassbar schlecht. Wie kann man denn so einen Stuss spielen? Mann, 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 das Video muss hier enden und ich eigentlich muss den Kanal löschen und alle Videos. Ach, Mann, 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 Mann. Wie kann man denn? Wie kann man denn? Oh, Mann! Mann, 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 Mann. Unmöglich. So. Vielleicht muss ich doch erstmal wieder ein paar Monate Pause machen. Wir sehen uns danach oder bald. Macht's gut, bis dann. Ciao. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.